Leute, und herzlich willkommen zu Wissenschaft ist cool. Ja, so schaut's aus. Machen wir erstmal das Licht an. So, willkommen in meinem Labor. Also das hier ist mein Geheimlabor, ja. Ich bin Doktor von und zu To-Do. Und das ist mein ultrageheimes Geheimlabor. Hier überprüfe ich sämtliche physikalischen Gegebenheiten und sonstige Eventualitäten und Synapsen und so und Weltall und all so ein Kram. Und ich bin ein unglaublich wissenschaftlicher Wissenschaftler. Und für mein heutiges Experiment, bitte entschuldigen Sie erstmal den Zustand meines Labors. Ich komme hier einfach nicht so zum Aufräumen. Und ja, wie kommt denn die da rein? Damit habe ich nichts zu tun. Wer war da? Ich war das nicht. Okay, zurück. Mein heutiges Experiment, ich setze mich mal, ne? So, mein heutiges Experiment können wir leider nicht hier auf meinem Experimentmonitor sehen, denn wir müssen dazu rausgehen. Dann öffnen wir doch mal die Tür. Öffnen Sie noch mal so. Energie sparen, ne? Licht aus und so. So, hier hinten haben wir unser Versuchsgelände für heute. Hier ist übrigens meine Kamera. Da werdet ihr auch gleich verstehen, wieso ich eine Waffe, ja, wieso ich eine Waffe brauche. Das werdet ihr gleich verstehen. Denn unser heutiges Experiment ist: Kann man Leute unter Wasser töten? Also, wie tief dringt die Kugel ins Wasser ein und eindringen? Nein, ja. So meine ich das. Ist die Ballistik realistisch? Werden die sterben oder wird die Kugel vom Wasser gebremst? Okay. Zum Test, ob die Waffe natürlich intakt ist, müssen wir erst ein künstliches Ziel an Land auslöschen. Das hier ist kein echter Mensch. Nein, das ist ein ultra detailgetreuer, menschenähnlicher Mensch. Roboter, ja. Und ja, dann testen wir nochmal die Funktion dieser Waffe. Ich werde ihm in seinen Roboterzentrale schießen, um meinen sofortigen Tod zu provozieren. Und es hat wunderbar funktioniert. Wie ihr seht, die sämtlichen Roboter flüssig. Igitt, ist das eklig. Das gesamte Getriebeöl ist ausgelaufen und es funktioniert. Dann kommen wir. Das war kein Skype, das war ein unglaubliches Wissenschaftsgeräusch. Dann kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Experiment. Ich suche mir mal ein Ziel aus der Nähe aus. Ich hüpp hier mal ins Wasser. Ich kann nämlich unglaublich gut schwimmen. Das Opfer ist gefühlte 40 cm unter der Wasseroberfläche und müsste somit wissenschaftlich korrekt eigentlich sterben. Denn, soweit ich es weiß, auch wenn ich es nicht wirklich weiß, dringt so eine Kugel ungefähr 70 cm ins Wasser ein. Danach wird sie einfach gebremst vom Wasser, weil der Wasserabrieb, Luftwiderstand, Wasserwiderstand, der ist zu groß und drum wird die Kugel langsam. Also, dann testen wir doch mal, da müsste dieser Mensch jetzt sterben. Roboter. Was habe ich gesagt? Unglaublich. Es ist tatsächlich passiert. Er ist einfach ausgeschaltet worden. Das ist unglaublich realistisch, liebe Kinder. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, dass Wissenschaft Spaß macht. Ist das eklig. Wissenschaft macht einfach Spaß. Wer was anderes sagt, lügt. Okay, unser nächstes Testobjekt befindet sich aufgrund unserer Position ein wenig weiter weg und so müssen wir schon gut 50 cm Wasser mit unserer Patrone zurücklegen. Doch ich denke, das müsste auch noch funktionieren. Let's Wissenschaft! Hahaha, habe ich es nicht gesagt. Das ist doch genial. So, und jetzt, liebe Kinder, wird's interessant. Denn jetzt müssen wir eine große Wasserentfernung zurücklegen. Um dieses Experiment noch weiter zu erschweren,
werde ich die Distanz zum Objekt vergrößern, indem ich von hier aus schießen werde. Hier sieht man gerade noch so die Gedächtniszentrale und die versuche ich mir jetzt mal hier so vorzunehmen. Achtung, seid ihr bereit? 3, 2, 1. Also wissenschaftlich ist das jetzt nicht. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, aber wie, das ist ja hier eine ganz andere Physik als die echte. Und wir testen ja, wie es hier ist und nicht in echt, weil echt ist, habe ich keine Waffe und kann ich nicht. Ist verboten, hier Roboter zu erschießen. Okay, letztes Ziel war wohl ein Schuss in den Ofen. Letztes Ziel, der weit entfernteste. Um dieses Experiment extrem zu extreminisieren, laufe ich jetzt bis an den anderen Rand des Beckens und werde hier ein wenig tiefer in das Feuchtzentrum eindringen und versuche nun, wo ist mein Ziel hin? Ah, der Fix, da ist er ja. Oh mein Gott, ist das eklig. So, Achtung, ich werde nun, ich habe nämlich eine Spezialwaffe bestellt. Eigentlich habe ich auf Amazon einen Universal Noctral Spektrometer bestellt, aber die haben mir aus Versehen diese unglaublich wasserdichte Waffe geschickt, so. Ja, und die testen wir jetzt. Ob normal dürfte diese Kugel nie ankommen. Mal schauen, inwieweit das hier realistisch ist. Achtung, 3, schließ doch Wetten ab. Was glaubt ihr? Wird diese Kugel tödlich sein? Dann schreibt ja in die Kommentare. Oh, nicht oh, nur ja. Oder wird sie vielleicht ja durch die Physik des Wassers gebremst? Dann schreibt nein in die Kommentare. Aber wirklich erst bevor ihr den Schuss angeschaut habt, weil ansonsten seid ihr Cheater. Und Cheater sind unbeliebt auf der ganzen Welt. Überall. Selbst in der dritten. So, Achtung, seid ihr bereit? Ich sage, ich weiß es nicht, drum mache ich ja dieses wissenschaftliche Experiment. Achtung, 3, 2, 1. Das darf doch nicht wahr sein. Also, liebe Kinder, was haben wir heute gelernt? Das Wasser in Garry's Mod ist kein Hindernis. Überhaupt nicht. Ist da immer noch so eklig. Warum macht das keiner weg? Warte mal, weg. Ja, weg. Weg. Hat ein Loch reingemacht. Wir haben gelernt, Wasser in Garry's Mod schützt vor Tod nicht. So, liebe Kinder. Ich melde mich zurück aus meinem, nicht Labor, aber aus dem Testgelände. Wir sind hier wieder bei Wissenschaft ist cool. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, heute testen wir ein Experiment. Und zwar, ob es denn möglich ist, ein Roboter mit menschlicher Struktur auf sein atomares Untergerüst zu reduzieren. Sprich, ob es möglich ist, ein Mensch zu pulverisieren. Es kursieren einige Mythen, dass es sowohl möglich sei, in Garry's Mod aus menschlichem Gewebe Hackfleisch zu machen. Und das wollen wir heute einfach überprüfen, ob das möglich ist. Dafür habe ich diese Zerquetschomatik ausgeklügelt und gebaut, um das Ganze an diesem nicht-menschlichen Versuchsobjekt auszuprobieren. Wir haben ihn auf das technologische, hochkonzentrierte PX gestellt, weil dort die Plattform auf ihn hinabregnen wird, sage ich mal, und wir herausfinden können, ob ein Mensch zu Pulvermatsch verarbeitet werden kann. Okay, seid ihr bereit? Es gibt nicht viel vorzubereiten. Seid ihr bereit? 5, 4, 3, 2, 1. Klatsch!
So, wie ihr seht, er ist zwar tot, aber nicht matschig. Wir können das gerne testen, ob das jetzt ein Zufall war, dass das nicht passiert ist, aber auch beim zweiten Versuch haben wir keine Matschepampe erhalten. Matschepampe. Und das zeugt doch wohl von einem Zerstören des Mythoses, dass man hier Menschen vermatschen kann. Auch wenn das kein Mensch ist. Er hat dieselben physikalischen Gegebenheiten. Also, ab ins Labor und Brainstorming. Irgendwas ist scheiße. Ah, ich hab's Licht vergessen. Doch, Moment. Was sehe ich denn da? Ich habe ja noch ein zweites Experiment vorbereitet, falls das erste scheitert. Denn, ja. Wir wollen ja möglichst präzise wissenschaftliche Ergebnisse haben. Deshalb habe ich nochmal eine Sichtkabine mit Zeitlupenzerstörungszerschmetterer erstellt. Dieses Ding geht wesentlich langsamer runter und sollte den Mensch eigentlich langsam, aber sicher zerhackstückeln und zerquetschen. So wie ein Mixer, der sich nicht dreht. Okay, schauen wir, ob es funktioniert. Denn so hat es nicht funktioniert. Gerne nochmal. Keine Chance. Deshalb testen wir es jetzt so. Achtung, seid ihr bereit? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Und. What the fuck? Ja. Irgendwie hat sie nicht zerstört, also ist der Mythos zerstört. Man kann Menschen nicht pulverisieren. Ja. Hier, viel Spaß damit. So, liebe Kinder, mein nächstes Experiment bei Wissenschaft ist cool ist schon ein wenig gefährlicher. Das war wieder kein Skype, das war ein Wissenschaftsgeräusch, immer noch. So, aus Sicherheitsgründen werde ich aber dieses Experiment in meinem Sicherheitslabor begutachten, über die Kamera hier, die da. Denn ich möchte ja selber nicht drauf gehen. Was haben wir vor? Ein Mythos besagt, ein Mensch ist in einer Spektral-Pups-Kabine sicher vor einer Explosion. Diese Kabine ist eigentlich nichts anderes als ein Rohr mit einem Deckel dahingewälzt und mit einem hübschen Material. Also einfach nur, ob ein Mensch in einem Prop sicher ist vor Explosionen. Das testen wir jetzt. Dafür stelle ich den Zünder auf 20 Sekunden, auch wenn der 45 steht, und verpiss mich. Schnell da Türchen zu machen und gucken, was passiert jetzt. Wird der Mensch sterben, der Roboter sterben, oder wird er geschützt sein, so wie der Mythos besagt? Und wir haben es gesehen, oder auch nicht, aber er ist gestorben. Das hat mir meine unglaublich intelligente Anzeige verraten. Und hier könnt ihr euch selber davon überzeugen. Er ist tot! Er ist tot! Nein! Damit ist der Mythos zerstört. Und ich glaube, das waren genug Mythen für heute. Schreibt in die Kommentare, falls ihr Ideen dazu habt. Dann gibt's das in der nächsten Folge von Wissenschaft ist cool. Wir sehen uns.